Willkommen zurück zu Stardew Valley. Heute ist ein Gewitter. Das finde ich ziemlich klasse. Das heißt, ich muss nicht gießen. Morgen ist aber wieder ein schöner Tag. Aber gut. Das Weizen ist schon fertig. Oder der Weizen. Dann ernte ich den natürlich auch direkt. So, das waren wie viele? Waren das 30? 30, jawohl. Dann könnte ich jetzt natürlich auch die anpflanzen. Nicht die eh schon hier habe, ne? Weißt du jetzt nicht, wie lange die brauchen, aber brauche ich jetzt keine Weizensamen kaufen. Dann bin die auch los. So. Dann behalte ich davon jetzt aber einiges. Sagen 9 oder die hier verkaufe ich. Die 20 hebe ich auf. So. Dann nehme ich einen Erdkristall für den Linus mit. Und gehe angeln. Nachdem ich die Fledermäuse noch gecheckt habe. Fledermäuse. Habe ich die Katze gestreichelt? Ich weiß gar nicht. Aber nochmal streich sie. Schick. Aprikosen. Oh, da war noch was. Hätte ich fast nicht gesehen, aber ich hab's gesehen. Muah. Na, schick. Aprikosen. Kann ich auch für ein Bundle gebrauchen. Nämlich das da. Kann ich die Kirschen reinwerfen und die Aprikosen. Sehr schick. Die hebe ich auch erstmal auf. So. Was wollte ich jetzt schauen? Crafting kann ich... Ja, ich kann doch schon Bienen machen. Ah, aber ich brauche einen Eisenbarren dafür. Ah, und die muss ich mal machen. Die muss ich echt mal machen. Ja, Holz ist knapp, aber geht. So, ich glaube einen Eisenbarren, ne? Nein, zwei, verdammt. Ach, hier. Das heißt... So. Mache ich direkt neue. Eins. Zwei. Drei. Und dann ist mein Holz auch schon fast wieder aufgebraucht. Das ist natürlich nicht ganz so schick, aber ist okay. So, dann brauche ich hier drei Bäumchen. Nehmen wir mal... Nee, ist jetzt ein bisschen blöd. Stehen alle nicht so günstig. Und das kostet mich gerade wieder Zeit. Puh. Na gut, dann hänge ich die da rechts irgendwo an den See, an Bäume. Ich glaube, da stören die mich am wenigsten. So. Einmal hier. Und hier und hier. So. Dann habe ich an jede Baumart eins gehängt. Da bekomme ich jetzt dann nämlich ja, Sirup und sowas raus. Kann ich immer mal wieder ernten. So. Da kommt auch noch Nachschub. So. Dann gehe ich jetzt zu Heidi, die Kutschenfrau. Die Kutschenfrau ist ja da. Gut, dann gehe ich unten rum. Dann gehe ich zu Linus, gebe den Erdkristall ab und dann gehe ich angeln. Oder gehe ich zuerst angeln? Linus erwische ich ja eigentlich immer. Egal um welche Uhrzeit. Gottchenfrau. Jetzt sollte ich das hier mal wegmachen. So. Na, was verkaufst du? Verkaufst du mir was Schönes?
Ziegenmilch, naja. Iodiumerz, böse. Oh. Ah, auch böse. 900, das ist schon echt teuer. Nee, das ist mir zu teuer. Nee, dann kaufe ich hier mal wieder nichts. Oder hat... Ich glaube, ich hatte die schon gekauft, oder? Für weniger? Kann mich jetzt gar nicht erinnern. Verdammt. Aber egal. Ist mir auf jeden Fall derzeit zu teuer. Hey Mani, du bist ja schon wieder daheim. Was ist los mit dir? You look like you're soaked. You poor thing. Ja, es regnet draußen. Da sieht man mal durchnässt aus. Bitteschön. So. Hat sie denn jetzt schon ein Herz? Ja, jetzt hat sie schon ein Herz. So, jetzt würde ich dir ja was schenken. Als Wiedergutmachung, dass ich deinen Geburtstag gestern vergessen habe, aber hast ja zu. Und auch zum Kind kommt man dann nicht ins Zimmer, wenn man nicht die zwei Herzen hat. Gut. Also ich habe jetzt nachgeguckt. Der kleine rote Fisch, der mir fürs Meer-Bundle fehlt, im Community Center, der ist nur bei Regen da. Tada! Rätsel gelöst. Das heißt, ich kann ihn jetzt fangen. Aber erst wird hier natürlich mal wieder kontrolliert. Ja, dem wäre mir lieber gewesen. Aber ich gucke auch noch rechts rüber. So. Eieiei. Da ist wieder der Old Mariner. So. Und sobald ich den habe, gehe ich an den Fluss in die Stadt. Da kann ich auch noch einen Fisch fangen, der nur bei Regen da ist. Das ist er direkt. Dann reicht mir das schon für heute. Ich möchte heute lieber in die Mine gehen. Aber halt die zwei Fische fangen, die nur bei Regen da sind. Die ich noch fürs Community Center brauche. Der andere ist in der Stadt am Fluss. Oh hey! Sebastian! Hi! Na, bist du müde? Hier, kommst du ein Quarz. Hi. Sehr schön, dass mir der noch in die Arme läuft. Aber das war, glaube ich, erst das erste Geschenk die Woche, ja. Kann ich dem also noch was schenken. So, ich gehe mal hierher. Na? Wollte gerade sagen, wäre jetzt klasse, wenn der erste Fang auch direkt der Fisch wäre. Aber wäre ja ein bisschen, na, bisschen zu einfach gewesen. Aber der hier vielleicht? Ne? Jawohl, das ist er schon. Dann auf ins Community Center, das Zeug abgeben, ab zu Linus, den Eckkristall abgeben und ab in die Mine. Quest ist heute auch keine neue. Dann habe ich das Fischbundle fürs Meer schon direkt abgeschlossen, ne? Das ist auch schick. Ocean Fish! Babing! Bundle complete! Sehr schön. Warp Totem Beach. Warp directly to the beach. Consumed on use. Also damit kann ich mich jederzeit zum Meer teleportieren. Falls euch das schon mal aufgefallen ist, da war so eine kleine blaue Statue. Da komme ich dann raus, aber es wird halt verbraucht dabei. So, Riverfish habe ich auch noch einen. Babing! So, Tiger Trout, wann waren die? Muss ich auch nochmal gucken. So, aber das war es erstmal. Dann muss ich nur noch Linus finden. Der ja eigentlich immer irgendwo bei seinem Zelt rumgammelt. Linus! Oh, Linus!
Schläfst du draußen oder im Zelt? Bei dem Regen. Da ist er ja. Guck. Oh, you brought me the item I asked for. It looks perfect. Here's your payment as promised. Also bezahlen kann er mich. Oh, und hat schon 3 Herzen. Sehr schön. Dann auf in die Mine. Es ist schon wieder verhältnismäßig spät, aber noch okay. Donnergrummeln. So, Level 45. Slimy. Autsch. Nein, nicht anspringen. Ich habe schon gerade gesehen, wie du ausholst. Eieiei, die halten halt echt aus. Ich hoffe, dass ich beim nächsten, also bei 50 Level, eine neue Waffe bekomme. Ach, ich hatte doch das da. Immerhin. Auch wenn das Ding langsamer ist, aber es macht doch wesentlich mehr Schaden. So, hier ist nichts mehr. Also nach unten graben. Das kostet wieder schön viel Energie. Außer man findet es beim dritten Versuch. Quatsch. Oh, da ist Eisen. Von den Viecherchen bekomme ich schön Kohle. Das ist auch ganz okay. Und es sind viele da. Das heißt, gute Chance drauf, den Treppeneingang zu finden. Da ist noch ein Schleim. Da kommt noch eine Fledermaus. Zwei Treppeneingänge auch, okay. So, da haben wir noch eine Fledermaus. Schön. Dann hole ich mir jetzt noch das Eisen. Oh, und da ist noch eine. Noch ein Fass. Kiste wollte ich jetzt sagen, aber das hätte ja nicht ganz gestimmt. So. Oh. Eine Armee. Ne? Batsch. Sehr schön. Und noch mehr Eisen. Das sollte jetzt eigentlich schon für 5 Stück reichen. Für die Gießkanne. Da kommt er her. Sehr schön. Dann gehe ich direkt auf die nächste. Oder mache ich noch einen Schlenker hier rüber? Ja, ich gehe in die nächste. Also mich erinnern die Viecher total an, wer es von euch kennt, zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland. Diese kleinen Rußgeister. Total schnuffig. Möchte es fast gar nicht kaputt machen, aber hilft ja nichts. Na, vor allem, wenn er sich in mich reinhockt. Hallo? Na, schön viel Erz. Hoppla. Wäh. Voll geglibbert. Schon wieder voll geglibbert. Darf ich bald heilen? Das gibt mir gar nichts. Das ist unschön. Ja. Die Alge auch nicht wirklich. Aber ich verputze sie jetzt mal. So. Hatte ich jetzt schon eine Treppe? Hättest du wohl gedacht. Treppe oder nicht Treppe? Weiß es jetzt gar nicht. Nee? Schade. Aber hier. Und da ist auch schon eine da. Sehr schön. Oh, da habe ich was gefunden.
verdammt, was lasse ich hier? Brauche eigentlich alles. Ich gehe einen Schritt weg und verputze die Cave Carrots. Dann verputze ich noch die hier. So. Die werfe ich jetzt nochmal kurz weg, weil die Stiefel kann ich wahrscheinlich direkt ausrüsten. Wobei ich die dann trotzdem lieber verkaufen würde als wegwerfen. Also muss ich doch was wegwerfen. Schade. Oh, meine Energie ist ja voll. Habe ich total verpasst. Na. Eieiei. Hier ist ja ganz schön was los. Party. Ich mach die trotzdem alle. Weil für die nächsten 5 Level reicht die Zeit eh nicht mehr. Und ich will ja auch im Combat besser werden. Autsch. Und vielleicht droppen sie ja mal was Nettes. Batsch. Na, wie wär's mit der richtigen Richtung? Uiuiui. Na komm. So. Jetzt aber. Nehmen wir das hier. Und die Belohnung ist Stiefel. Super. Was lasse ich denn jetzt wieder da? Ach komm, die Fackeln. Brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. So, plus 2 Defense und eine Immunity oder andersrum. Ich würde sagen, Abwehr ist besser. Haben die Stiefel halt nicht lange was gebracht, ne? So. Jetzt überlege ich gerade, war auf 40 was zu angeln? Nö. War es nicht. Na, aber ist echt schon zu spät. Muss leider heim. Leider. Aber hey, ich habe 2 Fische geangelt. Das war ganz produktiv. Und ja, doch wieder 5 Level geschafft. Ist nicht zu verachten. Langsam aber sicher nähere ich mich dem Ende der Mine. So. Jetzt verräume ich noch Zeug. Die Stiefel zum Beispiel, die kann ich über den Versandkasten eh nicht verkaufen. Die hier kann ich wegpacken. Das da. Ich kann Eisen einschmelzen. Dafür sollte ich eine Kohle behalten. Das da. Das, das. So, und hier. Das packe ich auch erstmal weg, weil es nimmt mir nur Platz weg. So. Ich brauche dafür das Community. Adventurers Bundle. 10 Batwings und 99 Schleim. Habe ich die 99 Schleim? Die Batwings habe ich. Ah, fast. Ah, das kann ich auch bald abgeben. So, die Muschel kann ich verschicken. Und ja, das war's wieder für diesen Tag. Katze nochmal streicheln? Nein, habe ich gestreichelt. Ausgezeichnet. Kein Combat up, Level Up. Das ist schade. Der Weizen hat mir auch nicht sehr viel gebracht. Das ist auch schade. Aber okay. Somit haben wir den Tag wieder geschafft. Ich verabschiede mich wie immer an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!